sia una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che si... In Italien ist er berühmt. Die großen Tageszeitungen lassen keinen seiner Besuche aus. Seriöse Buchhandlungen halten immer ein paar seiner Werke bereit. An den Universitäten hält er Vorträge und Seminare in italienischer Sprache. Hier am ehrwürdigen Istituto per gli Studi Filosofici in Neapel. Und es lauscht ihm ein ernstes und nicht dumm anzusehendes Publikum. Darunter ein bronzener Mönch aus Nola, Giordano Bruno, der große Ketzer. Was noch kann ein Gelehrter sich wünschen? Wenn Ernst Nolte dagegen heute in Deutschland einen Vortrag hält, dann nicht in einer Universität, auch nicht in der Paulskirche. Eher mal im Haus der schlagenden oder nicht schlagenden studentischen Verbindung Thuringia. Ich rede mit allen, sagt er. Wenn jemand mit mir sprechen will, dann rede ich mit ihm. Meine Damen und Herren, mein Thema lautet zwischen Selbstverwerfung und Selbstbehauptung. Die Deutschen nach 1945. Und es ist ihm egal, ob eine Kamera dabei ist, wenn er zum Beispiel mit Horst Mahler redet, dem Alt-68er und späteren RAF-Terroristen und noch späteren NPD-Anwalt und heutigen, weiß Gott, mit dem redet nun wirklich keiner mehr. Und wer sich nicht dünne macht, wenn sowohl Horst Mahler im Raum ist als auch eine Fernsehkamera, tja, dem ist nicht zu helfen. Aber vielleicht gibt's für Nolte ja schon lange nichts mehr zu verlieren. Hat schon alles verloren und verspielt. Den Ruf, der glänzendste Kopf der deutschen Geschichtswissenschaft zu sein, erworben mit einem Schlag im Jahre 1963. Als dieses Buch erschien, das den Begriff Faschismus im Titel trug und mit den Worten begann: Es ist schwerlich nur ein Zufall, dass es eine Gesamtdarstellung des Faschismus bisher nicht gibt. Das war eine neue Stimme in der deutschen Geschichtsschreibung. Nicht die der alten Historikereliten, nicht die der Emigration, sondern die eines jungen Studienrats aus Witten an der Ruhr. 30 Jahre später hatte er nur noch Feinde. ...1994, nach seinem Auftritt in einer Talkshow, wandte sich auch die FAZ von ihm ab. Aus Nolte spreche nur noch der Wahn des von ihm erforschten Zeitalters. 1999 widmete ihm Marcel Reich-Ranicki in seiner Autobiografie mehrere Seiten. Er nennt ihn eine trübe, ja verächtliche Figur der Zeitgeschichte und zweifelt an seiner Zurechnungsfähigkeit. Bereits 1986, im Historikerstreit, hatte der Philosoph Ernst Tugendhat Nolte einen Fanatiker genannt und geschrieben, man könne nur noch über ihn sprechen, nicht mehr mit ihm. Professor Nolte, Ihr Buch »Der Faschismus in seiner Epoche« ist jetzt etwas mehr als 40 Jahre alt. Es ist ein Standardwerk. Sie selber aber sind ein in Ungnade gefallener Autor. Man könnte nun schließen: Es gibt zwei Nolte, einen guten, das ist der, der Faschismus in seiner Epoche geschrieben hat, und einen bösen, das ist der, mit dem wir heute sprechen.
wenn ich es etwas zuspitzend formulieren darf, würde ich sagen, meine Kinder von damals sind zu Riesen gewachsen. Und deshalb habe ich es heute schwer mit ihnen. Damals waren sie meine Kinder. Der Faschismus in seiner Epoche ist ein Stück, kein großes Stück, aber immerhin ein nicht unbeachtliches Stück der Vorgeschichte der sogenannten 68er-Bewegung. Die Entdeckung des Faschismus, des Begriffs Faschismus, war ein wesentlicher Teil dieser Bewegung. Und dazu gehörte mein Buch, was ja nun sozusagen das erste war, mit hinzu. Es wurde dann verhältnismäßig bald von älteren Autoren, also vor allen Dingen den Marxisten der Weimarer Zeit, verdrängt, aber nicht vollständig. Es wurden aber eher die Linien dieser Autoren, die zum Teil ja dann wieder in der Bundesrepublik tätig waren, wie etwa Max Horkheimer und auch Herbert Marcuse, die wurden weitergezogen, während mein Ansatz nicht weitergezogen wurde. Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Theodor W. Adorno. Das waren Väter der Studentenbewegung, die aus Deutschland während der NS-Zeit hatten fliehen müssen und nach dem Krieg zurückgekehrt waren. Ihr Faschismusbegriff war durch eigenes Erleben geprägt. Er war ein kämpferischer Begriff. Sie waren Antifaschisten. In unmenschlichen und unnötigen Kriegen. Hier geht Horkheimer in sein Institut für Sozialforschung in Frankfurt am Main. Und da, hinter der Tür, der Mann, der schon damals nicht ins Fernsehen wollte, das ist Jürgen Habermas. Später sollte er den Angriff auf Nolte und andere führen, den man den Beginn des Historikerstreits nennt. Im Großen und Ganzen würde ich schlicht sagen, ich bin vergleichsweise gleich geblieben. Man kann die Spuren des Faschismus in seiner Epoche in allem, was ich heute geschrieben habe, noch leicht finden. Die öffentliche Meinung hat sich in erstaunlicher Weise in andere Richtung entwickelt. Ich galt damals allgemein als ein Linker, ich gelte heute allgemein als womöglich sogar extremer Rechter. Nicht ich habe mich geändert, sondern die wesentlich geändert, sondern die sogenannte öffentliche Meinung. Ja, das ist also auf eine sehr kurze Formel gebracht, die Geschichte von den zwei Nolte, die weit eher eine Geschichte von den zwei Öffentlichkeiten ist. Deutsch-deutsche Wasserschlacht auf der Elbe, 1966. Deutschland im Kalten Krieg. Was damals an Nolte sofort ins Auge fallen musste, war, dass er auf Nazi-Deutschland den Begriff Faschismus anwendete. Das taten sonst nur die Kommunisten. Sie benutzten das Wort Nationalsozialismus nicht gern, weil darin das Wort Sozialismus vorkam. Ebenso wie sie sprach Nolte von Faschismus. Man konnte ihn daher für einen Linken halten. Westlich des Eisernen Vorhangs gab die Totalitarismus-Theorie den Ton an. Sie setzte Sowjetsystem und Nazi-Herrschaft als totale Diktaturen weitgehend gleich. Zu ihren herausragenden Vertretern gehörte Hannah Arendt. Viele Leute haben immer gesagt, Noltes Buch über den Faschismus ist ein Angriff gegen die Totalitarismus-Theorie. Das war übertrieben, aber ich habe durch die Wahl des Begriffs Faschismus, also die damals sehr beliebte Gleichsetzung von Nationalsozialismus und Bolschewismus, gleich von Anfang an zurückgewiesen. Denn Faschismus ist tatsächlich etwas anderes, und zwar in allen seinen Erscheinungsformen, als Kommunismus oder auch Bolschewismus. Völlig in eins gesetzt wurden sie kaum. Also auch Hannah Arendt traf Unterscheidungen. Aber im Kern, in der Hauptsache, im Wesentlichen war das dann doch sehr ähnlich bis nahezu gleich. Und da war eben der Ansatz beim Faschismus vom Anfang an anders. Und später habe ich das dann so formuliert, dass ich gesagt habe, ich habe in die Theorie des Totalitarismus eine historisch-genetische Dimension hereingebracht. Das heißt, die Totalitarismus-Theoretiker beschrieben Strukturen und Erscheinungen von Sowjetsystem und Nationalsozialismus. Nolte dagegen suchte zu zeigen,
dass sich das zweite als Reaktion auf das erste entwickelt habe. Wobei man heute wirklich gut tut, daran zu erinnern, dass etwa für Hannah Arendt es völlig selbstverständlich war. Juden auf der einen Seite und Kulaken auf der anderen Seite als Opfer gleichzusetzen. Auch sie würde heute heftig attackiert werden. Und ich sage ganz offen, dass das für mich keine negative Überlegung ist. Meine Mütze von vorn. Meine Mütze von der Seite. Ich bei guter Laune. Bei schlechter. Ich erinnere mich nicht mehr, was da los war. Wieder bei guter. Dort im Hintergrund steht Mussolini. Schenken Sie ihm vorläufig noch keine Aufmerksamkeit. 1965, zwei Jahre nach Noltes Faschismus in seiner Epoche, erschien in der Sowjetunion der Film Gewöhnlicher Faschismus. Auch hier wurde gleichgesetzt, und zwar Hitlers Nationalsozialismus mit dem italienischen Faschismus, letzten Endes mit dem Kapitalismus. Hitlers Staat, nichts als gewöhnlicher Faschismus. Mussolini und Hitler, kein großer Unterschied, beide Büttel des Kapitals. Mussolini hat diese Geste erfunden. Dies war die linke Linie und gleichzeitig die Theorie des Ostens. Faschismus ist auf die Spitze getriebener Kapitalismus. Eigentlich müssten alle Leute, die immer gegen jede Art, sagen wir, von Verharmlosung des Nationalsozialismus reden, gegen diesen Gebrauch erhebliche Einwendungen haben. Denn deutscher Faschismus, das setzt ihn tatsächlich mehr oder weniger mit dem italienischen gleich. Der italienische war ja doch vergleichsweise eine harmlose, harmlose Erscheinung. Und das verharmloste den Nationalsozialismus. Aber es war ganz allgemein so gebraucht und daran hat sich auch nichts geändert. Ich würde sagen, bis heute nicht. Es gibt zwar keine Sowjetunion mehr, aber es gibt doch die Nostalgiker, würde ich sagen. Und die gebrauchen Faschismus noch immer in dem gleichen Sinne. Worum geht es? Führen wir ein akademisches Gespräch? Geht es um abstrakte Begriffe? Die Schuld ist nicht zu tilgen. Nein. Es gibt keine Flucht aus der Nazi-Vergangenheit für die Deutschen. Es geht um Auschwitz. Es geht um die Frage, ob man versuchen darf, Auschwitz zu verstehen. Oder ob man davor verharren muss, wie der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger einmal meinte. Verstehen zu wollen, ist die traditionelle Pflicht des Historikers. Gilt sie auch für Auschwitz? Gilt sie für jeden? Ist Verstehen gleich Verzeihen? Und muss man dabei so weit gehen wie Nolte? Schon im Faschismus in seiner Epoche habe ich ja etwas gesagt, was eigentlich heute Stürme der Empörung hervorrufen müsste, nämlich, dass man auch dem Nationalsozialismus eine grundlegende Sympathie nicht absprechen dürfe, dass man die ihm gegenüber nicht fehlen lassen dürfe. Wobei allerdings Sympathie einen ganz bestimmten Sinn hat, nämlich den Sinn des Sympathien-Mitempfindens des Menschen mit dem Menschen. Der Mensch kann auch mit dem ganz bösen Menschen mitempfinden und sollte, indem er ihn als Menschen anerkennt. Und insofern war ich von Anfang an gegen das, was man die Mythisierung oder Metaphysizierung des Nationalsozialismus nennen kann, der gewissermaßen ohne allen wesentlichen Zusammenhang mit anderen historischen Phänomenen als das absolut Böse gewissermaßen nicht vom Himmel gefallen, sondern aus der Hölle emporgestiegen ist.
Dem habe ich mich schon 1963 verschlossen. Und zwar eben mit dieser auch damals hin und wieder schon etwas Unbehagen erzeugenden Formulierung, dass man auch dem Nationalsozialismus als Wissenschaftler und Denker nicht ohne eine fundamentale, das Allgemeine betreffende Sympathie begegnen dürfe. Das ist damals also nicht allzu sehr bemerkt worden. Wenn ich das Buch heute erst publizierte, würde es sehr bemerkt werden und würde auch sehr attackiert werden. Aber ich halte daran fest. Ich glaube, dass Menschen, die irgendeiner, und sei es gegnerischen, feindlichen Bewegung, keinerlei Sympathie mitempfinden, entgegenbringen können, alles Mögliche sein mögen, auch gutgesinnte Menschen, aber bestimmt keine Historiker. Nolte ist Jahrgang 23. Er war 10, als die Nazis an die Macht kamen. Vielleicht täuscht der Eindruck nicht, den dieses Bild macht. Ein kleiner, großer Bruder. Vernünftig und sorgend. Aber nicht er zog in den Krieg und fiel, sondern sein Bruder Heinz. Nolte wurde Historiker. Und schrieb Bücher. Viele Bücher. Ich habe das ja nie verschwiegen, sondern eher unterstrichen, dass ich in die großen Kämpfe des 20. Jahrhunderts, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nicht verwickelt gewesen bin, praktisch nicht. Spirituell, ja, und zwar sehr früh, aber praktisch nicht, weil ich wegen eines an und für sich geringfügigen Geburtsfehlers an der Hand kein Soldat wurde. Und auch nicht als richtiger Hitlerjugendmann auftreten konnte. Nicht? War natürlich der Hitlerjugend, war ja die Staatsjugend, wie jedermann. Aber die Abneigung des späteren Intellektuellen war auch äußerlich schon damals so gut zu erkennen, dass ich also da eine weniger als marginale Rolle gespielt habe. Keine Widerstandsrolle, bei weitem nicht. Aber insofern lässt sich aus dem Leben gar nichts erklären. Wohl kann man sagen, dass mir auch durchaus bewusst war, dass ich aus dem, was an und für sich ja etwas Negatives ist, nämlich das Schicksal seiner Generationsgenossen nicht geteilt zu haben, doch etwas Positives machen konnte, indem ich dasjenige, was mir dadurch leichter wurde als anderen, nämlich das Bemühen um Objektivität, dass ich das pflegte. Das ist das eine. Das andere ist natürlich dies, dass der Nationalsozialismus als Last und als Thema in den ganzen 50er Jahren viel mehr, als man heute behauptet, den Menschen nahe war. Mir auch. Und dass psychologisch hier der Wunsch, sich dieser verstörenden Aufgabe zu stellen, nicht mit großen Tiraden, aber im Denken, das war schon ein wichtiges Motiv. Sie haben in Freiburg Philosophie studiert, bei Heidegger. Sie sind Lehrer geworden, haben als Lehrer den Faschismus in seiner Epoche geschrieben, sind dann dieses Buches wegen mit diesem Buch habilitiert worden und an die Universität berufen. Irgendwo habe ich gelesen, er hat die Geschichtswissenschaft durch die Tapetentür betreten. Das fand ich ein sehr, schönes Bild. Kollegen sagten, der einsame Wolf unter den Historikern. Diese Einsamkeit oder dieses Anderssein, hat sie damit zu tun, dass sie von Anfang an nicht den richtigen Stahlgeruch mitbrachten? Oder ist es so, wenn man mit Heidegger unterm Arm die Geschichtswissenschaft betritt, dass man sich dann auch darin nun nicht ganz anpassen kann? Ich bin 65, als ich nach Marburg berufen wurde, eigentlich doch recht freundlich aufgenommen worden von den übrigen Historikern. Es hat mich nie jemand geschnitten oder mir irgendeine Ablehnung zu erkennen gegeben. Ich war ja auch der Kollege von Wolfgang Abendroth.
Also es war schon eine linke Universität und Armtrud und ich hatten lange Zeit ein gutes Verhältnis. Er hat die Einrichtung eines Lehrstuhls, der besonders für Faschismus zuständig sein sollte, einschließlich der Berufung des Herrn Nolte, sehr unterstützt, wie man mir nachträglich erzählt hat. In Marburg lehrte Wolfgang Abendroth Politikwissenschaft. Er war als junger Mann Mitglied der KPD gewesen, hatte die Nazizeit im Gefängnis und im Strafbataillon überlebt. Bei ihm habilitierte sich 1961 Jürgen Habermas. Und während der Studentenbewegung war Abendroth einer ihrer Mentoren. Das gab dann doch Spannungen, als diese Studenten auftraten, die uns Professoren dann so in aller Öffentlichkeit etwa als Friedhofsgemüse bezeichneten und ähnliche Freundlichkeiten, konnte man ja auch schlecht mit Umarmungen darauf antworten. Aber so ab 70 etwa war eindeutig, Nolte ist ein Rechter. Ich bin ja damals einer der Mitgründer des Bundesfreiheit der Wissenschaft gewesen. Und das hat man mir natürlich nie verziehen. Der Bund Freiheit der Wissenschaft war eine Vereinigung hauptsächlich von Professoren, die am Ende der Studentenbewegung bei ihrem Übergang in radikale Splittergruppen die Universität in Gefahr sah. Das ARD-Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente berichtete darüber in einem Beitrag mit dem Titel Akademische Störenfriede. Die Störenfriede waren die Professoren. Eingeladen hatte der Bund Freiheit der Wissenschaft. Und es war eine Veranstaltung von Professoren für Professoren. Was sie verband, war die gemeinsame politische Haltung. Und die war konservativ. Die organisierten akademischen Störenfriede wollen planmäßig die Reformgesetze sabotieren, die in einigen Kultusministerien vorbereitet werden. Und wenn der Bund, Zitat, Forschung als Dienst an der Gesellschaft definiert, dann kann damit nur eine Dienstleistung verstanden werden, die unmittelbar allein die Herrschenden in Anspruch nehmen können. Hier formiert sich inzwischen auf internationaler Ebene eine rechte Front. Heute trägt man Eulen nach Athen, wenn man von den roten Zellen spricht, von dem fanatischen Machtwillen, mit dem sie ganze Institute und Fachbereiche zu erobern versuchen, von den Drohungen, durch die sie Schrecken verbreiten, von der geschickt dosierten Gewaltsamkeit, welche die legale Einflussnahme verstärkt. Es hätte auch eine Verständigung geben können damals. Und man kann heute nicht mehr ganz glauben, dass die Schuld daran, dass es zu keiner Verständigung kam, allein bei den rechten Professorensäcken zu suchen sei. Ich würde sagen, dass der größte Teil der aktiveren und auch interessierteren und auch interessanteren Teile der deutschen Studenten heute dieser Auffassung sehr nahestehen oder sich sogar mit ihr identifizieren. Der größere Teil der interessierteren und interessanteren Studenten ist links, meint Nolte. 1973 verlässt er das linke Marburg und geht ins noch linkere Berlin. Ein Jahr später erscheint Deutschland und der Kalte Krieg. Sie haben ja einmal gesagt, in Amerika bin ich seit 1976 ein toter Mann. Und das hat mit einem Buch zu tun, dem 1974 erschienenen Deutschland und der Kalte Krieg. Was hat es damit auf sich, mit diesem Tod? Es hat den Titel Deutschland und der Kalte Krieg und der gefiel einigen Amerikanern schon nicht. Und was sie dann in dem Buch lasen, gefiel ihnen an untergeordneten Stellen, muss man sagen, auch nicht. Und es handelt sich also kurz darum, dass ein bekannter amerikanischer Historiker in der American Historical Review, also in der maßgebenden Zeitung, eine sehr kritische Rezension dieses Buches schrieb, das mit den schönen Worten begann, Miracles do happen. Das heißt, es geschehen Zeichen und Wunder. Und zwar, weil hier ein Historiker ist, der ist ein Hegelianer. Er denkt hegelianisch, er denkt nicht, wie Historiker eigentlich denken sollten.
Aber man könnte das ja auch als Lob auffassen. Aber es blieb nicht beim Lob, sondern am Ende kam, ja, man merkt es ja auch schon am Titel, der möchte Deutschland wieder irgendwie in die Mitte stellen. Er ist der erste deutsche Historiker, der die alten nationalistischen Impulse wieder hochholt. Ich muss sagen, objektiv gesehen war das also eine sehr törichte Rezension, denn mein Bestreben ging dahin, die Geschichte nachzuerzählen, in der Deutschland gerade aus der Mitte der Welt wieder herausrückt. Denn genau das war das, was geschah nach 1945. Während der NS-Zeit war Deutschland die Mitte der Welt. Alles drehte sich darum, was da geschah. Sei es in Zustimmung, was es übrigens durchaus gab, sei es in Attacke und Angriff, was häufiger war. Aber kein Mensch konnte von der Zeit sprechen, ohne von Deutschland zu sprechen. Das wirkliche Thema dieses Buches hieß Die Linke in der Geschichte und der Kalte Krieg. Das war das eigentliche Thema. Deutschland war nur sozusagen versuchshalber dasjenige, Gott, zum Teil deshalb, weil ich nicht alle Sprachen beherrschte, längst nicht alle, die man eigentlich für so einen Ansatz benötigt. Konnte ja noch nicht mal Russisch damals lesen oder nur sehr schlecht lesen. Also insofern stimmte die Rezension nicht. Aber sie hat doch große Wirkung gehabt, denn also ich will nicht leugnen, dass hin und wieder, obwohl ich an amerikanischen Universitäten sehr gern gewesen bin und sie bewundert habe, wegen der Offenheit, mit der man empfangen wird, und auch aus anderen Gründen, ich in diesem Punkt also den Amerikanern immer ein bisschen misstrauisch gegenübergestanden habe, weil sie meines Erachtens doch in geistigen Dingen sehr konformistisch sind. Und in dem Augenblick, wenn ein, und sie sind ja zwar anti-autoritär oder sagen es immer, aber in dem Augenblick, wo ein bekannter Mann, sei er nun Präsident des Staates oder sei er ein bedeutender Historiker, ein klares Urteil gefällt hat, sei es positiv, sei es negativ, machen sie es sich zu großen Teilen zu eigen. Und das gefällt mir nicht so ganz. Ich habe dann aber die Folge, nämlich, dass ich plötzlich aus dem amerikanischen Gespräch verschwand und nicht einmal meine Bücher mehr rezensiert wurden, hingenommen. In gewisser Weise spielt die Rezension von Felix Gilbert und später eine Bemerkung von Peter Gay den Kammerton A für die sämtliche darauffolgende Kritik an Ernst Nolte. Richtig. Also sowohl, was auch bei Felix Gilbert mir doch auffiel, sie besäßen einen Fanatismus der Objektivität. Das ist nicht unbedingt ein negatives Urteil, aber etwas ambivalent zugegeben. Was man vielleicht auch mit einer gewissen sozusagen Herzenskälte wiedergeben könnte, nicht? Das ist mir öfter vorgeworfen worden und das hängt mit diesem Willen zur Objektivität zustande. Den bekommt man nämlich nicht ohne eine gewisse Distanz, die man auch Herzenskälte nennen könnte. Und das nächste war dann aber noch interessanter. Peter Gay schrieb, was Sie betreiben, sei eine Form der Trivialisierung durch Vergleich. Peter Gay, amerikanischer Kulturhistoriker, spezialisiert auf Freud und Psychoanalyse. 1923 in Berlin geboren als Peter Fröhlich, 1939 als Jude, Flucht vor den Nazis in die USA. Er schreibt: Ich beschuldige Nolte nicht, dass er wissentlich falsches Material zusammengetragen hat, das nun andere ausbeuten, deren Hände weniger sauber sind als seine. Aber wissentlich oder nicht, sein Deutschland und der Kalte Krieg läuft auf eine umfangreiche und kunstvolle Ehrenrettung des modernen Deutschland hinaus. Ich nenne diese Methode vergleichende Verharmlosung, denn ihr liegt der Kunstgriff zugrunde, die Gräueltaten der Nazis zwar einzugestehen, doch sie sozusagen zu humanisieren, das heißt zu entschuldigen. Was er meint, ist der Vergleich mit Sowjetunion, mit dem Bolschewismus. Und er hält das für eine Verharmlosung.
Und da muss ich nun in aller Aufrichtigkeit sagen, dass ich nicht finden kann, dass Stalin zum Beispiel oder auch schon Lenin ein harmloser Mensch war, sodass man eine Verharmlosung erzeugen könnte, indem man den in den Vergleich mit einbezieht. Ich halte diese Art von Verharmlosung des Nationalsozialismus zu sprechen für höchst bedenklich. Und ich würde es begrüßen, wenn die betreffenden Herren eine Sympathie, und zwar eine konkretere Sympathie als die, von der ich eben gesprochen habe, die sie vielleicht sich selbst unbewusst für Kommunismus und Bolschewismus haben, auch in aller Offenheit darlegen würden. Dann würde vieles klarer gehen, klarer sein und deutlicher sein. Ich bin immer der Meinung gewesen, dass der Bolschewismus und schon der Marxismus ein Phänomen höchster historischer Bedeutsamkeit ist. Und es würde mir völlig fern liegen, hier bloße Polemik hervorzurufen. Ich habe ein langes, dickes Buch geschrieben zu Marxismus, wo also von all diesen Dingen im 20. Jahrhundert noch gar nicht die Rede ist, sondern das anfängt im 18. Jahrhundert, Marxismus und industrielle Revolution. Wer sollte sich 1983 für das Buch eines bürgerlichen Gelehrten über die Vorläufer von Marx und Engels interessieren? Das einzige Buch Noltes, das keine zweite Auflage erlebt hat. Für Marxismus habe ich mich früh interessiert, schon bald nach dem Krieg. Also ich erinnere mich an etwas, was mir damals durch den Kopf ging, nämlich übrigens schon vor dem Ende des Krieges. Die Nationalsozialisten reden gar nicht von Marx, sondern vom Juden Mardochai. Auch so ein Einfall, nicht? Denn er hieß gar nicht Mardochai, aber es wurde dann eben so allerlei Behauptungen aufgestellt. Und dass ich mir damals schon gesagt habe, diesen Juden Mardochai musst du dir mal etwas genauer ansehen, damit du weißt, was da wirklich vorlag und nicht bloß dieses polemische Bild hast, was damals allverbreitet war. Und da habe ich verhältnismäßig früh angefangen, Marxismus zu studieren, schon in den frühen 50er Jahren, also das steckt, meine Dissertation bezieht sich ja auf Marxismus nicht. Das heißt Selbstentfremdung und Dialektik im deutschen Idealismus und bei Marx. Also ich habe über Marxismus promoviert und das war 1952, ich muss also ziemlich früh nach dem Kriege angefangen haben. Und dann kommt natürlich das Zufällige hinzu, aus irgendwelchen Gründen habe ich mich, bevor ich mich gründlich mit dem Nationalsozialismus beschäftigte, eine Zeit lang mit französischer Geistesgeschichte beschäftigt und stieß da auf Charles Maurras und die Action Française. Und damals fiel mir schon auf, Donnerwetter, das gilt als eine konservative Bewegung, aber da sind Dinge drin, die erinnern mich an Adolf Hitler. Nicht in der Art, wie es ausgedrückt wird. Das war ja ein hochgebildeter, sehr ziviler Mann, Charles Maurras. Kein Schreier und kein Demagoge. Charles Maurras, 1868 bis 1952. Royalist und Meisterdenker, Maître à penser der französischen Rechten. Es war Nolte, der ihn 1963 dem Faschismus zuordnete und sich damit Feinde auf der Rechten machte, ehe er dazu kam, sich Feinde auf der Linken zu machen. Schon sein Antisemitismus zum Beispiel war eindeutig Antisemit. Das ist Hitler, von Hitler nicht so ganz entfernt, dem müsste man mal nachgehen. Und dann kam der eigentliche Zufall, dass ich in Rom 59 auf ein Textbuch von Mussolini stieß, wo also auch gerade der junge Mussolini mit vielen Texten vertreten war. Mussolini hat ja, als er Capo del Governo wurde, italienischer Ministerpräsident, dafür gesorgt, dass alle seine frühen Schriften verschwanden aus italienischen Bibliotheken, weil er sehr bewusst war, da war ich noch kein Faschist, da war ich nämlich ein Marxist und zwar ein sehr entschiedener.
Und diese Texte waren da drin enthalten. Und ich sehe mir das an und ich sage, Donnerwetter, der Mann war Marxist und nicht nur so ein romantischer Syndikalist, wie man das immer hinstellt. Und B, war er auch von Nietzsche beeinflusst. Und dieses Verhältnis Marx und Nietzsche interessierte mich. Ich hatte sogar an der Volkshochschule eine kleine Vorlesung darüber gehalten. Bin ich dem nachgegangen und in der Tat war kein gelehrter Marxist, aber er war ein überzeugter Marxist. Und er war nicht so ein Chefredakteur von einer Zeitung, wie die Leute meistens darstellen, sondern er war tatsächlich die führende Persönlichkeit der Sozialistischen Partei Italiens, die auch damals schon eine wichtige Partei war. Ja, und dann habe ich darüber einen ganz langen Aufsatz geschrieben von ungefähr 100 Seiten. Marx und Nietzsche im Sozialismus des jungen Mussolini. Und habe die Herrn Schieder gegeben, den ich erst ganz flüchtig, oder ich glaube vielleicht sogar noch gar nicht kannte, sondern schickte die dem als dem Herausgeber der Historischen Zeitschrift. Und der nahm das an. Und erschien also im Jahre 1960 dieser Aufsatz, der 100 Seiten einnahm, in der Historischen Zeitschrift. Das war der Anfang vom Faschismus in seiner Epoche und auch der Anfang meiner Laufbahn als Historiker. Meine Damen und Herren, seit 2 Jahren wird ein Streit unter Historikern geführt. Eine überwiegende Mehrheit deutscher Historiker ist für die selbstkritische Beurteilung der deutschen Geschichte. Es gibt neuerdings aber auch namhafte Historiker, die eine Revision dieses kritischen Geschichtsbildes herbeiführen möchten. Dies aber birgt eine Gefahr. Jede Revision, jede Historisierung der Nazi-Geschichte kann zur Verharmlosung, zur Exkulpation, zum Vergeben unvorstellbarer Verbrechen führen, die im Namen der Deutschen und des deutschen Volkes durch das nationalsozialistische Regime oder von ihm abhängige Menschen begangen wurden. Das war 1988 und der Historikerstreit lief seit 2 Jahren. Er wurde in der Presse ausgetragen, bis Ende 88 erschienen 1200 Zeitungsartikel, in Podiumsdiskussionen, im Fernsehen und im Radio. Schließlich auf der Straße mit Benzin und Reizgas. Am Schluss stand nichts fest, außer dass Nolte aus der wissenschaftlichen Gemeinde ausgeschlossen war, dass die Deutsche Forschungsgemeinschaft ihm die Betreuung der Theodor-Herzl-Ausgabe entzogen hatte und dass er plötzlich zum ersten Mal für sein neues Buch nur mit Mühe einen Verleger fand. Angefangen hatte es mit einem Artikel in der Frankfurter Allgemeinen, der eigentlich ein Vortrag hätte sein sollen. Dazu muss man wissen, Ernst Nolte war eingeladen worden zu den Römerberg-Gesprächen, die Rede über eine Vergangenheit zu halten, die nicht vergeht. Genau, ja. Diese Rede hat er formuliert, dann hat er sie eingereicht. Und dann haben die Verantwortlichen der Römerberg-Gespräche gemeint, das sei ein bisschen zu riskant, das entspreche auch nicht so sehr der Political Correctness. Und man hat Herrn Nolte wieder ausgeladen. Nein, schreibt Jürgen Habermas daraufhin in der Zeit. Und damit eröffnet er den Historikerstreit. Die Ausladung habe es gar nicht gegeben. Das sei nur eine Finte Noltes und der FAZ. Ein Vorwand für einen gezielten Angriff auf das pluralistische Geschichtsverständnis in der Bundesrepublik. Habermas Artikel war nicht die erste Antwort auf Nolte. Ihm ging ein Leserbrief des Historikers Heinrich August Winkler voraus, der immer übersehen wird. Ohne Peter Gay zu erwähnen, dessen Buch mit dem Nolte-kritischen Vorwort soeben auf Deutsch erschienen war, setzt er doch dessen Kritik fort. Die Antworten auf unsere Vergangenheit, die sind sehr uneinheitlich, obwohl es in manchen Punkten bis vor kurzer Zeit jedenfalls eine weitreichende Übereinstimmung gab. Die ist jetzt, wie mir scheint, in Frage gestellt durch Versuche, uns die Jahre 1933 bis 1945 in einem etwas milderen Licht darzustellen, als das mit der Wirklichkeit vereinbar ist.
Vor dem Artikel von Jürgen Habermas also steht der Leserbrief des Historikers Heinrich August Winkler. Im persönlichen Gespräch, das es damals durchaus noch gab, kündigte Winkler Nolte jedoch an, dass bald ein Artikel von Habermas erscheinen werde. Eine Art Schadensabwicklung. Habermas geht es nicht um Nolte allein, sondern um apologetische Tendenzen. Das heißt, Versuche, Auschwitz im Geschichtsbild der Deutschen zurücktreten zu lassen. Er sieht eine neue Geschichtspolitik heraufziehen im Staate Kohl. Man muss sich die Zeit vergegenwärtigen. Kanzler Kohl saß fest im Sattel, geistig-moralische Wende. Er plante den Neubau eines Museums für deutsche Geschichte in Berlin. Geld war genug da. Es gab viel zu verteilen damals. Kohls Gegner sagten, dass solch ein zentrales Museum nur der Ausstellung vermeintlicher nationaler Größe dienen solle. Das Gespenst von Bitburg ging um oder wurde herumgetragen. Helmut Kohl und Ronald Reagan verzeihen einander den Zweiten Weltkrieg über Soldatengräbern. Hier liegen aber auch gefallene SS-Männer. Und das löste Proteste aus. Wie anders dagegen war der gute Kanzler Willy Brandt gewesen. Kniefall in Warschau, Dezember 70. Was für ein Museum wird dieser Bundespotentat bauen lassen? Wen wird er mit seiner Einrichtung beauftragen? Wer sind die Nutznießer? Wer hat des Kanzlers Ohr? Apologetische Tendenzen. Habermas nennt vier Historiker Ideologieplaner mit Namen. Das Schlagwort Viererbande, ein Kampfbegriff aus Rotchina, machte die Runde. Öffentlich verwendete es Elie Wiesel, der Auschwitz-Überlebende, der soeben mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden war. Es gibt viele junge Menschen, die lernen und verstehen wollen. Ich höre aber auch andere Stimmen von solchen, die nicht lernen möchten, die genug von dem Thema der Vergangenheit haben, die einen Schlussstrich ziehen wollen. Was ich kürzlich über den Begriff der Viererbande gehört habe, das ist ein beunruhigendes Echo. Diese Viererbande war ja eine komische Erfindung. Da hat man einen Mann zur Viererbande, sie angesehenen Gelehrten, zur Viererbande gerichtet, lediglich aus dem Grunde, weil er in einer Rezension etwas Positives über mich gesagt hatte. Das war der ganze Grund. Der Bonner Historiker Klaus Hildebrand. Der nächste in der Viererbande war Professor Stürmer, ein in der Öffentlichkeit weit bekannter, aber auch im Fach sehr angesehener Historiker, der sich zur deutschen Geschichte vielfach geäußert hat, etwa in dem Sinne, die deutsche Geschichte vor dem Nationalsozialismus unterscheidet sich nicht qualitativ, sie ist verschieden, aber unterscheidet sich nicht qualitativ von den anderen Geschichten der europäischen Staaten und Völker. Das ist eine, wie ich glaube, zweifellos richtige These, aber die hat mit den berühmten heiklen Punkten überhaupt gar nichts zu tun. Ich finde es eine unerhörte Unterstellung, die in dieser Republik nun unentwegt politisch funktionalisiert wird, dass es da Leute gäbe, die sozusagen das Dritte Reich eliminieren wollen aus der kollektiven Erinnerung. Es ist erstens eine Unterstellung, zweitens eine grobe Unwahrheit und drittens empfinde ich dies auch im höchsten Maße unmoralisch. Bleibt also nur noch Zweierbande. Zweierbande wären dann Herr Hillgruber und ich. Hillgruber, allgemein anerkannter, bedeutender Historiker, der sehr viel zum Zweiten Weltkrieg geschrieben hat und von dem ein Büchlein vorlag, das hieß Zweierlei Untergang. Und in diesem Zweierlei Untergang wird einmal also die Endzeit des Zweiten Weltkriegs beschrieben, also vor allen Dingen der Kampf im Osten und die Endlösung der Judenfrage. Diese Endlösung der Judenfrage, dieser Aufsatz war eigentlich ein Vortrag in einem Symposium von Holocaust-Forschern, völlig anerkannter Art. Hilberg war dabei, Jeckel und andere. Und da ist das ohne jeden Anstoß vorgetragen worden. Aber er hatte einen Verleger. Und er hat also zwei ganz unterschiedliche zusammen
in zwei Deckel getan und hat den Titel erfunden, Zweierlei Untergang. Warum nicht Zweierlei Untergang? Weil das eine Gleichsetzung vom Mord an den Juden mit dem Zusammenbruch jenes Landes bedeutete, das den Holocaust zu verantworten hatte. Ferner, für die Juden nur ein Ende, ein stilles Erlöschen, für das Reich dagegen Zerschlagung. Da war ein Feind am Werk. Also, wie man tadeln durfte, war der seinerseits hoch angesehene, auch von mir geschätzte Verleger Wolf Jobst Siedler, aber nicht Hildegrove. Das Ende des europäischen Judentums, wenn man die Überschrift des Vortrages sich ansieht, oder den Beginn dieses Vortrags oder auch das Vorwort, so kann gar kein Zweifel sein, dass es um den millionenfachen Mord an den Juden geht. Ich habe keineswegs eine verschleiernde Terminologie gebrauchen wollen. Hildegrove hatte die Zerschlagung tatsächlich erlebt. Er war Soldat gewesen in Ostpreußen. Eine Rhetorik von Kriegsheftchen, warf Habermas ihm vor. Spiegelchef Augstein nannte Hildegrove einen konstitutionellen Nazi. Das Beiwort konstitutionell sollte den Spiegel wohl vor einer Klage Hildegrovers schützen, und der wagte tatsächlich nicht zu klagen. Darüber richten sich also die Leute auf. Der wirklich heikle Punkt war natürlich der kausale Nexus zwischen Gulag und Auschwitz. Und wenn ich das damals richtig mitbekommen habe, hat sich Herr Hildegrove davon deutlich distanziert. Er glaubte nicht, dass das richtig war. War nicht seine These jedenfalls, sondern meine. Und insofern müsste man sagen, bleibt nur ein Bandenmitglied über. Ein echtes Bandenmitglied. Ich möchte noch mal zu sprechen kommen auf diese beiden Sätze. War nicht der Klassenmord der Bolschewiki das logische und faktische Prius des Rassenmords der Nationalsozialisten? Prius, das Vorjahr. Das soll doch wohl sagen, es gibt einen Zusammenhang, weil Morde bei den Bolschewisten deshalb Morde bei den Nazis. Wie kann man sich das überhaupt nur mal gedanklich vorstellen? Für mich ist es nicht nachvollziehbar, eine solche kühne, ich möchte sagen unglaubliche These. Ich kann Ihnen nur ein paar Zitate bringen. Zum Beispiel das Zitat von Lenin aus dem Jahr 1920, wo er sagt, die Bourgeoisie in ganz Europa ist irrsinnig vor Angst. Kausaler Nexus, logisches Prius, das heißt, der Gulag war nicht nur älter, er war auch die Voraussetzung dafür, dass es zu Auschwitz kommen konnte. Ist das richtig? Er war die Conditio sine qua non, würde ich sagen. Ich habe von, wenn auch mit dem Wort wahrscheinlich, ich habe nicht gesagt, da gibt es einen kausalen Nexus, wie gesagt, ist ein kausaler Nexus wahrscheinlich. Ich habe mich zurückhaltend ausgedrückt, wie es einem Historiker und Wissenschaftler ja zukommt. Aber allein das Wort kausaler Nexus heißt aber natürlich auch nicht etwa vollständige Verursachung, sondern es gibt hunderte von kausalen Nexus, aber ein wesentlicher kausaler Nexus. Aus der russischen Revolution. Auf der Tribüne einer ihrer Führer, Grigori Sinowjew. Am 17.09.1918 sagte er, von den 100 Millionen in Sowjetrussland müssen wir 90 für uns gewinnen. Mit den übrigen haben wir nicht zu reden, wir müssen sie ausrotten. Dieser Satz, meint Nolte und viele weitere ähnliche, drang auch in den Westen. Es waren am Ende viel mehr als 10 Millionen und Sinowjew selbst gehörte dazu. Auf dem zweiten Kongress der Kommunistischen Internationale im Saal des Smolny, Petrograd, Sommer 1920. Lenin und Karl Radek. Radek übersetzt ins Deutsche. Deutschland ist jetzt das wichtigste Land für die russischen Revolutionäre. Berlin wird das Zentrum der Weltrevolution sein. Sinowjew war Vorsitzender der Komintern. Zitat aus seiner Rede. Bald wird sich das Proletariat aller Länder unter Führung der Kommunistischen Internationale erheben. Eine beunruhigende Vorstellung für den Westen, meint Nolte.
Was ist denn das Eigentümliche, bis dahin noch nicht Dagewesene, was durch den Bolschewismus in die Welt kam? Es kamen viele Sachen in die Welt. Es war die erste Friedenspartei, die die Macht ergriff. Friede stand auf ihrem Banner, sie wollte Frieden, hat ihn ja auch geschlossen. Also ich bringe den Bolschewismus nicht auf eine einfache Formel. Er war eine Friedenspartei. Er war aber auch, und zwar von seinen marxistischen Ursprüngen her, eine Klassenvernichtungspartei. Und zwar offiziell und ohne jemals in diesem Punkt zu weichen. Stalin etwa 25 oder 27 im Interview, ich glaube mit Emil Ludwig, dachte, ja, das sind Klassen, die haben wir nun schon längst liquidiert. Lagerappell. Die Crème der Solowjetska Lager. Das heißt, die liquidierte Bourgeoisie. Sowjetunion 1927. Die russische Revolution musste radikale Gegenbewegungen in Europa provozieren. Das heißt also, die Klassenvernichtung, zunächst des Adels, dann der Bourgeoisie, schließlich auch der Bauern, was nicht notwendigerweise physisches Umbringen bedeutet, sondern soziale Vernichtung, aber in aller Regel mehr als soziale Vernichtung, sondern in einem hohen Prozentsatz auch physische Vernichtung. Das hatte es bis dahin in der europäischen Geschichte noch nicht gegeben. Das ist etwas Neues. Es hatte heftige Kämpfe gegeben, Konfessionskämpfe. Aber in der Neuzeit, in der, sagen wir, seit der Aufklärung, hatte es nicht entfernt etwas derartiges gegeben. Und dass das nun sehr bemerkt wurde, darüber kann man sich nicht wundern. Insofern ist das eine ganz schlichte These, die sich aber auch natürlich auf etwas berufen kann, was eigentlich niemand ernstlich abstreitet, nämlich dass der Nationalsozialismus zum wesentlichen Teil eine antikommunistische oder antibolschewistische Bewegung gewesen ist. Das hören manche Leute nicht gern, denn wenn man nicht gerade den Bolschewismus bejaht, dann klingt da ja so eine positive Konnotation an. Wenn Bolschewismus schlecht ist, ist Antibolschewismus vielleicht gut und dann müsste auch Hitler irgendwie gut sein. Nun, ich unterscheide zwei Antikommunismen sehr deutlich, nämlich einen Militanten, der sich vornimmt, ebenso militant, ebenso fanatisch, ebenso vernichtungssüchtig zu sein wie der Bolschewismus, und einen, den könnte man den Liberalen oder den Bürgerlichen nennen, der nicht militant ist, der darauf vertraut, dass der Bolschewismus auch durch den Einfluss westlicher Ideen, westlicher Waren sich allmählich verändert und etwas anderes wird, was sich ja tatsächlich so vollzogen hat. Amerika hat über den Bolschewismus triumphiert, Hitler nicht. Also das kann man sagen so. Und das ist nicht die gleiche Art von Antikommunismus, obwohl die Sowjets das immer behauptet haben. Nicht? Für die gab es ja keinen essentiellen Unterschied zwischen Kennedy und Hitler, sind beide Antikommunisten. 2000 years ago, 2000 years ago, the proudest boast was Civis Romanus sum. Today, in the world of freedom, the proudest boast is Ich bin ein Berliner. And therefore, as a free man,
I take pride in the words, ich bin ein Berliner. Das war 1963, in dem Jahr, als Noltes Faschismus in seiner Epoche erschien. West-Berlin war eine Insel der freien Welt und ihre tapferen Bewohner durften stolz auf sich sein. Civis Romanus sum. Ich bin ein Bürger Roms. Es herrschte kalter Krieg und man brauchte die Deutschen. 86 hingegen, Historikerstreit, Neue Zürcher Zeitung. Judenmord bleibt Brandmal für die Deutschen. Ein Bürger Roms mit Brandmal. Bereits damals, 1963, hatte Nolte als erster über die Singularität von Auschwitz nachgedacht. 86 aber warf man gerade ihm vor, er wolle die Singularität in Frage stellen. Es lag an seiner Art zu vergleichen. Ich sehe eine gewisse Tendenz bei manchen Historikern, Hitlers Verbrechen zu verrechnen mit denen Stalins oder etwa des kambodschanischen Kommunistenführers Pol Pot. Ich muss sagen, ich finde das grotesk. Kann man Verbrechen miteinander verrechnen? Ein Tempel in Kambodscha. Das Pol Pot-Regime war von Teilen der europäischen Linken gefeiert worden. Seit Anfang der 80er Jahre wurden seine Untaten ruchbar. Vergangenheit, so hat Habermas das in diesem Streit genannt, und das ist der Kern dieses Streites. Die Vergangenheit soll zustimmungsfähiger gemacht werden. Dagegen ist nun sehr viel zu sagen. Als Historiker wird man darauf bestehen, dass keine Verschönung, keine Verharmlosung, keine falsche Relativierung unserer jüngeren Vergangenheit einsetzt in einem aus politischem Interesse heute. Was die Herrschaften, die mich kritisieren, selten zur Kenntnis nehmen, ist, dass gerade ich sage, es sind zwei Vernichtungen unterschiedlicher Art. Die eine Vernichtung, die tatsächlich in der Spur des Marxismus sich vollzieht, obwohl Marx das überhaupt nicht im Auge hatte. Im Marxismus heißt es, die Bourgeoisie wird vernichtet, weil die Geschichte sie vernichtet. Die Geschichte sorgt dafür, dass es immer weniger Bourgeois gibt, weil sie alle in Mittelstand oder Proletariat fallen wegen der Konkurrenz und so weiter. Am Ende sind das noch so ein paar Magnaten, die kann man in den Dienst der neuen Wirtschaft stellen. Man kann ihnen hohe Gehälter zahlen, müssen sie ihre tüchtige Organisationsgabe eben anwenden. Das ist keine blutige Vernichtung, die da gemeint ist. Das ist eine Geschichtsvernichtung. Aber wenn sie eine Revolution in einem Lande machen, wo diese Geschichtsvernichtung noch längst nicht stattgefunden hat, wo es noch Massen von Bauern gibt, wo die ja sogar die Mehrzahl der Bevölkerung sind. Nach Marx mussten die alle verschwunden sein, wie sie auch heute weitgehend verschwunden sind. Dann kann etwas ganz anderes rauskommen, und zwar furchtbar blutig. Schlimmer als blutig, Hunger. Und es gibt nichts Schrecklicheres als einen lang hingezogenen Hungertod, zu dem Hunderttausende von Menschen, teils absichtlich, teils auch in der Folge anderer Umstände, verurteilt worden sind. Nolte meint die Hungersnot von 1932-33, die allein in der Ukraine zwischen 4 und 5 Millionen Opfer forderte. Der Kreml hatte den Ausbruch der Katastrophe gefördert. Aushungerung als Strafmaßnahme gegen eine widerspenstige Landbevölkerung. Trotzdem bleibt das auch eine soziale Vernichtung. Dagegen die Vernichtung der Juden durch die Nationalsozialisten hatte einen anderen Charakter. Nämlich, die Juden wurden aufgefasst als nicht eine soziale Gruppe, sondern eine biologische Gruppe. Oder, wenn man will, rassenmäßige Gruppe. Das heißt, ihre Gene machten aus ihnen das, was sie waren. Man sprach damals von Blut und nicht von Genen. Aber heute wird wieder viel von Genen gesprochen. Und das wird allgemein als etwas sehr Wichtiges angesehen. Und eine solche biologische Vernichtung
lässt dem Menschen nicht die Freiheit, die die soziale Vernichtung immerhin lässt. Bei all diesen Kommunisten ist es selbstverständlich gewesen, wenn die Bourgeoisie, die wir vernichten wollen, die Bourgeois sagen, wir wollen jetzt weiter nichts als Arbeiter sein. Wir reihen uns in die Arbeiterbataillone ein. Ja gut, dann passiert ihnen nichts. Ist man zufrieden. Konnte das ein Jude sagen? Wir reihen uns jetzt in die SS ein? Nein, ging nicht. Weil hier eine andere Realität gesehen wird. Und das ist nach meinem Urteil ein schlimmerer Verstoß gegen das Wesen des Menschen, das ja frei sein sollte und nicht einfach bloß ein Ausfluss seiner Gene. Insofern mache ich einen Unterschied zwischen schlimm und schlimmer, obwohl das natürlich beim Tode von Hunderttausenden von Menschen einem auch wieder widerstrebt, eine solche Differenz zu machen. Aber ich mache sie und ich halte auch daran fest. Kann man wirklich Auschwitz vergleichen oder ist es und bleibt es ein einzigartiger Vorgang der deutschen Geschichte? Vergleichen kann man alles miteinander. Und aus dem Vergleich ergibt sich, dass der nationalsozialistische Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg einzigartig war, weil noch nie zuvor mit staatlichen Mitteln eine bestimmte Menschengruppe, einschließlich der Alten, der Frauen, der Kinder und der Säuglinge, unterschiedslos getötet worden war. Und in den Thesen von Ernst Nolte, dass dieser Mord auf eine gewisse Weise provoziert worden war, sehe ich nicht nur eine wissenschaftlich verfehlte Antwort auf die vergleichende Frage, sondern auch eine bedenkliche Äußerung der Relativierung. Nur wenn wir an die Einzigartigkeit dieses Vorgangs glauben, können wir irgendwie in seinem Schatten leben und in seinem Schatten überleben. Wenn wir ihn zur Banalität reduzieren, dann sind wir verloren. Es wird uns dann nicht einmal als Warnung dienen können. Ich stelle mich kritisch zu derjenigen These von der Einzigartigkeit, die als Fahne vor Heerhaufen getragen wird. Diese Art, wir sind im Besitz, und das sagen ja keineswegs nur Juden, sondern gerade auch viele Nichtjuden, im Besitz der Einzigartigkeit des Holocaust. Und damit brauchen wir also über nichts mehr nachzudenken. Wir brauchen keine Beziehung herzustellen, sondern wir halten diese Fahne hoch. Das ist der Übergang in eine neue Religion, wenn auch in eine Pseudoreligion. Ich würde auch sagen, Herr Nolte, dass zu der Emotionalisierung nicht nur die Frage der Verursachung durch Gulag und asiatische Tat und so weiter beigetragen hat, sondern auch die Behauptung der Singularität. Denn das macht die Sache natürlich sehr viel bitterer, dass man sich sagen muss, wir haben einzigartige Verbrechen vollbracht, wenn sie einzigartig waren. Wenn wir sozusagen sagen, es waren deutsche Verbrechen, dann sind es insofern unsere, weil wir die Deutschen sind. Und wenn man dies aber sagt, dann kommt man an die empfindlichste Stelle, wahrscheinlich sogar an die neurotischste Stelle des ganzen Zusammenhangs. Aber an der Stelle liegt das Problem, meines Erachtens. Das ist der Punkt, Herr Nolte. Ich habe die Singularität dieses Verbrechens nie in Zweifel gezogen. Aber ich sage, diese biologische Vernichtung unterscheidet sich qualitativ von der sozialen Vernichtung, die ihr vorherging. Sie ist schrecklicher. Sie hat sehr wesentlich mit Deutschland zu tun, wenn auch keineswegs ausschließlich. Aber die soziale Vernichtung in der Form, wie sie sich abspielte, und nicht nach dem Idealbild, das man sich einmal davon ideologisch gemacht hatte, ist ursprünglicher. Das eine ist schrecklicher. Das andere ist ursprünglich. Haben Sie ja schon diese putzige Angewohnheit, das Wort ursprünglich zu steigern.
Wenn Sie nun sagen, das eine ist schrecklicher und das andere ist ursprünglicher, ist nun schrecklicher schrecklicher als ursprünglicher oder ursprünglicher schrecklicher als schrecklicher? Oder wie kann man das beides Das ist gar nicht putzig, Herr Mayer. Das steht schon bei Nietzsche, ursprünglicher von Heidegger zu schweigen. Das Ursprünglichere ist das, ohne das das andere nicht denkbar ist. Die Singularität des Schrecklicheren wird dadurch gerade erst verstehbarer gemacht, als sie es ist, wenn man sie bloß feststellt und dann beklagt. Der Wagen von Professor Ernst Nolte heute Mittag. Das Fahrzeug wurde gestern Abend auf dem Parkplatz vor der Rostlaube in der Habelschwerter Allee mit Benzin übergossen. Das Feuer griff sofort auf das ganze Auto über. Heute Vormittag ging bei der Nachrichtenagentur dpa ein anonymes Bekennerschreiben ein, das mit einem fünfzackigen Stern signiert ist. Darin heißt es unter anderem: Wir greifen Nolte an, weil er einer derjenigen ist, die in ihrer Person die Kontinuität von Faschismus und BRD-Staat verkörpern. Der polizeiliche Staatsschutz hält das Schreiben für authentisch. Es ist von einer namenlosen, autonomen Gruppe, die die Tat mit Positionen begründet, die Professor Nolte im sogenannten Historikerstreit angenommen hat. Das deutsche Volk hat wie andere Völker auch immer wieder unter der Geschichte gelitten. Wahrlich nicht erst seit 1933. Was aber ihm und seinen Nachbarn unter dem Nationalsozialismus widerfuhr, dafür kann es nicht andere verantwortlich machen. Wir haben hier eine deutsche, nationalistische, allerdings nicht immer auf Deutschland beschränkte Eigenläufigkeit. Und wenn wir die ausklammern, und das ist das Problem Ihrer Interpretation, muss sofort der Eindruck entstehen, es würde eine Apologetik angestrebt, die wegführt von der Verantwortung der damals handelnden Gruppen. Und in der Tat ist das für mich ein sehr großes Problem. Ich weiß, dass Sie differenzierter denken wollen, aber Sie werden von ganz bestimmten Gruppierungen in dieser Richtung verstanden. Und da habe ich immer eine Frage an Sie. Sie haben Warnungen, aber die Warnungen, die Sie in Ihren immer lesenswerten Publikationen bringen, sind immer rückwärts gerichtet oder sind immer gerichtet an die Adresse Moskau. Und ich sehe überhaupt nicht, wo Sie als nun wirklich guter Kenner und vielleicht auch als Philosoph die positiven Resultate aus dieser Erfahrung der Deutschen mit der scheiternden Demokratie in Weimar und im Dritten Reich ziehen oder ob Sie den Standpunkt vertreten, der sich im Fach sehr weitgehend durchsetzt, als ob man gegen Geschichte nichts machen könne, dass man sie fatalistisch ertragen müsse. Wenn Sie die ich Antwort kann geben, darauf ja, in einem Satz antworten. Ja. Was ich für die Zukunft vermieden sehen möchte und dasjenige, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe, das ist die Mentalität des Clean Sweep, des reinen Tisches, des Aufräumens, des Beseitigens schädlicher Gruppen. Ich sehe in dieser Denkweise etwas ganz Gefährliches, etwas, was dem Nationalsozialismus und nicht nur dem Nationalsozialismus letzten Endes zugrunde liegt. Und wir sollten aus dieser schrecklichen Erfahrung, die aber keine bloß deutsche Erfahrung, sondern eine europäische Erfahrung gewesen ist, dies lernen, dass wir dieses Hindenken auf Heilung, auf Aufräumen, auf Säubern von uns abtun. In Zukunft. Okay. Wir lesen jetzt die Tagebücher der Cosima. Und der Meister kommt. Eine Veranstaltung in Marburg zum 100. Geburtstag Heideggers, 1989. Dass man alle Juden verbrennen soll. Verbrennen ist das Wort. Es geht dabei in erster Linie um Heideggers Verstrickung in den Nationalsozialismus. Der bedeutende Gelehrte George Steiner, Cambridge, hat soeben Richard Wagner als genialen Künstler und teuflischen Antisemiten geschildert. Applaus des Publikums. Herr Nolte, bitte, Sie hatten sich gemeldet. Herr Steiner, ich kann mich nicht davon überzeugen, dass diese Parallelisierung von Richard Wagner und Heidegger in irgendeiner Weise zutreffend ist.
Nolte verdirbt mit wenigen Worten die Stimmung, um dann sein altes und immer gleiches Streitross zu besteigen, seine treue Rosinante, und den kausalen Nexus ins Feld zu führen. Dass sowohl Heideggers Verhalten im Jahr 1933 wie der Nationalsozialismus insgesamt völlig abgeschnitten wird, in allen normalen deutschen Betrachtungen völlig abgeschnitten wird von dem Präzedenz, das ihm vorhergegangen ist und worauf er eine Reaktion und Antwort war. Ich habe das heute früh in meinem Vortrag deutlich zu machen versucht. Und dass er immer wieder interpretiert wird, ausschließlich vom Ausgang her, ja sogar ausschließlich von einem, von Auschwitz her. Hier sollten wir fragen, ob das zulässig ist. Ob man nicht den Nationalsozialismus, wie ich es versucht habe zu tun, teilen muss. Ob man nicht auch im Nationalsozialismus verschiedene Elemente unterscheiden muss und ob man Heidegger vielleicht eindeutig dem einen Element zuordnen kann, aber nicht dem anderen. Dies scheint mir die wesentliche Frage zu sein und ich wundere mich darüber, wie die wesentlichen Fragen in Deutschland nicht gestellt werden. Herr Steine, Sie wollten darauf antworten. Jetzt wird es wirklich sehr ernst, Herr Nolte. Aber sehr, sehr ernst. Wir werden nicht von Auschwitz sprechen. Keiner von uns an diesem Tisch hat sogar das Recht. Wir sprechen jetzt von 32, 33. Endlos waren die Menschen schon in den Straßen verprügelt und gefoltert. Nichts von Auschwitz. Ganz am Anfang. Sprechen wir ganz ruhig. Ob zwei schwer ist. Bücher wurden verbrannt. Ein Genie musste man nicht sein, um zu sehen, dass die Nacht hineingebrochen war. Voll unmenschlicher Rohheit und Brutalität. Kein Genie. Kein Prophet. Sie haben ganz in Ihrer brillanten Vorlesung, eine wichtige Vorlesung von der kleinen Lösung gesprochen. Kleine Lösungen führen auch zu Endlösungen sehr rasch. Wenn ich je an einer Universität oder Hochschule bleiben würde, wo man einen Schwarzen oder Gelben oder Roten oder Katholiken oder irischen Protestanten oder Gott weiß was oder Basken sagt, Sie dürfen nicht mehr ab morgen hier lehren. Wenn ich einen Tag weiterbleibe, dann bin ich ein Schwein. Und das ist ganz klar. Aber es würde mir zum Kotzen sein, Ekel, in ein Büro zu kommen, wo der Jude nicht mehr darf, nicht mehr kann. Und aus einer Bibliothek Bücher in die Flammen zu werfen. Da geht man weg. Es gab jede Möglichkeit, wegzugehen. Komm, so darf ich bitte sagen, es geht nicht um Auschwitz. Bitte sprechen wir nicht von Auschwitz, Herr Nolte. Musste man nicht schon im April 33 als denkender Mensch wissen, um was es ging? Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Vermutung hat, ich sei ein Freund von Bücherverbrennung. Ich will aber trotz der Damen und Herren, die ebenso sich bemerkbar machten, sagen, dass Bücherverbrennung nicht notwendigerweise immer in der Weise des In-die-Flammen-Werfens geschehen müssen und will nur eine einfache Tatsache anführen, nämlich dass bis zum Jahre 1917 13 Ausgaben von Nietzsches Zarathustra in Russland, im zaristischen Russland erschienen waren und seitdem nicht eine einzige weitere. Wenn man Bücher verbietet, wenn man Bücher aus den öffentlichen Bibliotheken entfernt, bis hin zu Schopenhauer und Kant, ist das auch eine Art von Bücherverbrennung und wir sollten sie ebenso verurteilen wie jene mehr anschauliche Bücher. Aus der Taz, 10. Januar 90. Blond, steif, kalter Blick durch randlose Brille, zwei Furchen um den verkniffenen Mund, näselnde Stimme. Sieht aus wie ein spätgeborener Himmler. Er ist kein kleines Nazischwein oder perfider Demagoge, sondern bestenfalls ein völkisches Schaf. Einfallspinsel. Erbärmlich stupide Philosophie.
1993. Unbeirrbar oder unbelehrbar? In seinem Buch Streitpunkte setzt Nolte sich erneut mit den sogenannten Revisionisten oder Auschwitz-Leugnern auseinander. Die Kritik darauf, ja, er selber sei tatsächlich kein Auschwitz-Leugner, er sei schlimmer, er versuche, Auschwitz zu rechtfertigen. In seinem Buch Historische Existenz, eine Weltgeschichte vom Urknall bis 1998, sehen einige Kritiker nichts als eine Verteidigung des Antisemitismus. Eine von Protest begleitete Ehrung im Jahre 2000. Die konservative Deutschlandstiftung verleiht Nolte den Konrad-Adenauer-Preis. Angela Merkel hat abgesagt. Die Laudatio hält Horst Möller, Direktor des Instituts für Zeitgeschichte in München, und wird deshalb später zum Rücktritt aufgefordert. Im Dezember 1987 bereits hatte Heinrich August Winkler in der Zeit eingestanden, dass Nolte mit seinem kausalen Nexus vielleicht doch nicht ganz Unrecht haben könnte. Sein damals gerade erschienenes Buch »Der europäische Bürgerkrieg« sei dennoch ein Skandal. Und zwar wegen seiner durchweg entschuldigenden Perspektive. Das ungeschriebene Motto des Buches laute »Gerechtigkeit für Adolf Hitler«. Die schärfste und auch anstößigste Forderung, die sich aus meinen Arbeiten in der Tat rausnehmen lässt, wäre Gerechtigkeit auch für Adolf Hitler. Gerechtigkeit. Man muss sogar dem Teufel gegenüber gerecht zu sein versuchen. Zum Beispiel, dass ein Sturz aus der Himmelshöhe irgendwie auf begreifbare Dinge zurückging, Hochmut und so weiter, der aber nicht nur unter Teufeln, sondern auch unter Menschen ziemlich verbreitet ist. Egoismus, Hochmut und so weiter und so weiter. Gerechtigkeit für irgendjemanden, die ein Historiker übt, kann sehr scharfe negative Urteile zur Konsequenz haben. Wer an dem Wort Gerechtigkeit für Hitler Anstoß nimmt, behauptet, das allein Richtige sei, ungerecht Hitler gegenüber zu sein. Und das wird er sich im zweiten Schritt dann vielleicht doch überlegen. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me, mi innamora così, guardami a te. Vorrei sapere una cosa da te. Perché quando tu guarda così, si pure tu ti senti morire, non mi dice la forma e non mi fai capire, ma perché?